Hi zusammen, ich möchte euch heute einmal zeigen, wie ihr mit dem Dachzeltkonfigurator euer perfektes Dachzelt finden könnt, falls ihr das noch nicht habt. Und dazu geht ihr einfach bei uns auf den Blog unter www.dachzeltnomaden.com. Hier im Menü, hier findet ihr den Dachzeltnomaden-Konfigurator. Dort klickt ihr drauf, dann öffnet sich diese Seite. Hier bekommt ihr schon mal einen ersten Vorgeschmack, was euch erwarten könnte. Und wenn ihr dann hier ein Stückchen weiter nach unten gescrollt habt, dann findet ihr hier auch direkt schon den Konfigurator. Hier oben könnt ihr erstmal eine Ansicht der Dachzelte in der Übersicht haben. Dann gibt es eine Listenansicht. Hier in der detaillierten Ansicht bekommt ihr dann nochmal das Bild direkt mit allen Informationen passend zum Dachzelt. Ich nutze immer ganz gerne diese Übersicht, wo ich das Dachzelt sehen kann und kann dann hier links einmal direkt nach einem bestimmten Kriterium suchen, also nach einem Hersteller oder wenn ihr zum Beispiel auf einer Messe schon irgendwas gesehen habt. Direkt darunter haben wir dann die Unterteilung für die verschiedenen Kategorien, ob ihr ein Hartschalendachzelt haben wollt, so eins wie das hier, ob ihr gerne ein Klappdachzelt haben wollt, das ist dann diese Variante, wo das Dachzelt rübergeklappt wird, oder ein Hybriddachzelt. Hier seht ihr, 180 Klappdachzelte haben wir bei uns im Konfigurator, 25 Hybriddachzelte und 92 Hartschalendachzelte. Da sollte definitiv was für euch dabei sein. Und möchte das gerne dann auch noch sortiert haben nach Preis aufsteigend, denn ich möchte erstmal relativ günstig unterwegs sein, kann dann aber auch noch mir hier meinen Preisbereich aussuchen. Wie eng ihr den Preisbereich nachher setzt, umso weniger Dachzelte werden euch natürlich auch angezeigt. Vielleicht ist es euch auch noch wichtig, dass ihr dementsprechend, wenn ihr ein Hartschalendachzelt habt, eine Dreieckskonstruktion möchtet. Oder ihr sagt lieber, das soll eher so eine viereckige Hartschalenkonstruktion sein. Dann könnt ihr das natürlich hier auch nochmal filtern. Wenn ich jetzt sage, ich möchte hier bei meinem Klappdachzelt auch einen überdachten Einstieg, dann kann man das hier auch auswählen. Oder alternativ natürlich auch einen offenen Einstieg. Je nachdem, welches Auto ihr natürlich habt, müsst ihr auch immer die Dachlast beachten. Dafür könnt ihr dann hier auch nochmal einstellen, wie schwer das ganze Dachzelt denn überhaupt sein darf. Jetzt habe ich hier 78 bis 51 und kann mir jetzt hier die Auswahl anzeigen lassen. Wenn ihr jetzt sagt, ich bin relativ groß und brauche sehr viel Liegefläche in der Länge, dann könnt ihr natürlich auch auswählen, wie lang das Ganze sein soll. Und wenn ich dann sage, je nachdem, ob ich alleine unterwegs bin oder mit der ganzen Familie, kann ich auch natürlich dann die Breite anpassen. Und wer sagt, ich brauche auf jeden Fall extrem viel Höhe, damit ich auch irgendwie mal mich im Dachzelt umziehen kann, kann natürlich auch hier dementsprechend sagen, mindestens 90 cm braucht, um sich auch mal umziehen zu können. Beim Packmaß in der Länge könnt ihr natürlich auch nochmal gucken, wie lang das Ganze dann sein darf. Das gleiche gilt natürlich auch für die Dachzeltbreite. Und wenn ihr jetzt sagt, ich brauche unbedingt passend zu meinem Dachzelt natürlich auch die passende Farbe, könnt ihr hier unter ganz vielen verschiedenen Farben auswählen. Da ist auch für jeden Geschmack die passende Farbkombi dabei. Fast so wichtig wie die Stoffart der Unterhose ist auch die Stoffart des Dachzeltes. Nicht jeder mag Kunstfaser. Der eine sagt lieber, ich möchte ein bisschen mehr Baumwolle haben oder Naturfasern. Dann kann man das hier auch dementsprechend filtern. So, jetzt seht ihr schon, die Vorschläge werden langsam weniger. Jetzt gibt es hier noch verschiedene Möglichkeiten auszuwählen, was ihr an Zubehör haben möchtet. Und wie wir sehen, haben wir jetzt hier ein paar Vorschläge, die passend für uns wären. Und daraus kann man sich dann natürlich auch sein passendes Dachzelt schon raussuchen. Wenn ihr jetzt sagt, ich finde preislich und optisch gefällt mir dieses Dachzelt und vielleicht dieses und vielleicht noch ein drittes, nehmen wir das noch hier dazu, dann kann man diese Dachzelte hier oben vergleichen. Dann habe ich jetzt vier Stück ausgewählt, kann hier oben auf Vergleich drücken und der Dachzelt Konfigurator spuckt mir automatisch alle Informationen zu diesen vier Dachzelten in einer super coolen Übersicht aus. Und wenn ihr euer Traumzelt jetzt gefunden habt, dann schickt uns doch mal gerne auch ein paar coole Fotos von euren ersten Touren, wie ihr unterwegs seid und lasst uns gerne wissen, wie euch der Dachzeltnomaden-Konfigurator gefallen hat.